Hi, willkommen auf meinem Kanal Siwuplan. In diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du super detailreiche Pläne erstellst, und zwar mit HagerCut. In diesem Falle geht es jetzt um Luxon, das heißt, wir beschäftigen uns schon viel mit HagerCut an sich. Und hier will ich mal Punkt für Punkt durchgehen, was kann man damit machen, wie kann man es machen und so weiter. Ne? Und wir erstellen für HagerCut unterschiedliche Datenbanken für unterschiedliche Hersteller. In diesem Falle ist jetzt Luxon. Ich hatte schon mal mit MDT ein Video gemacht, da gerne auch mal reinschauen. Da zeige ich auch, wie man HagerCut zum Beispiel installiert. Was gibt es da für Unterschiede und so weiter. Ne? Es gibt auch mittlerweile unterschiedliche Varianten. Also es gibt einmal HagerCut 5, das ist die ältere Version. Es gibt jetzt HagerCut 6, das Ganze habe ich jetzt auch offen. Ne? Die sind so ähnlich, aber es gibt schon einige Funktionen hier mehr. Genau. Und dazu, wie gesagt, erstellen wir viele Datenbanken, jetzt Luxon, MDT, Enertext, also alles, was sich so im Smart Home Bereich dreht. Wir haben auch viele PV-Sachen noch mit reingenommen, also Enertext und so weiter. Worum geht es jetzt? Also an sich ist HagerCut ja, wird von Hager produziert, also Hager als Unternehmen produziert diese Software oder programmiert oder wie man es auch nennen mag. Und die haben eigene Produkte und diese eigenen Produkte sind schön strukturiert, also das heißt, hier gibt es eigentlich jedes Produkt, was Hager hat im Sortiment, ist auch hier drinnen. Ne? Und man kann hier im Endeffekt, oder alles was Schaltschränke betrifft, alles was solche Sachen betrifft, ist alles komplett hier drinnen. Hager hat sich aber irgendwann mal geöffnet und hat gesagt, ja, ist kein Problem. Ne? Ihr könnt auch unterschiedliche andere Sachen hinzufügen, weil wir haben ja nicht alles. Ne? Wir haben zwar KNX, wir haben Wallboxen, wir haben dies und jenes, aber vielleicht fehlt uns hier ein Modbus-Zähler oder das fehlt uns und das fehlt uns. Was machen wir? Wir machen in Benutzersachen. Und das haben die echt cool gelöst, dass man wirklich Benutzersachen erstellen kann. Und da gibt es halt extra Tool hier drin in der Software, wo man per Stromlaufplan-Editor diese Sachen nachzeichnen kann. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, krass, geil, dann mache ich das Ganze doch. Ne? Weil ich stehe da drauf, einfach diese Stromlaufpläne so zu erstellen, dass man auch sieht, okay, das ist der Audio-Server, der sieht so aus, der hat hier den 24-Volt-Anschluss, da hat er Triturbo und so weiter. Ne? Das ist für mich super wichtig, weil dann kann ich auch sehen, wie das Ganze funktioniert. Aber auch für die Leute, die jetzt nicht viel mit Smart Home zu tun haben, können ganz genau sehen, wie die Stromverläufe sind und so weiter. Ne? Ja, genau. Und dazu gibt es halt hier einmal nicht nur Hager Baumstruktur, sondern es gibt auch hier Berka. Berka gehört ja irgendwie zu Hager. Und dann man hat hier auch noch Benutzerkatalog. Und in diesem Benutzerkatalog gibt es schon unterschiedliche Sachen, die schon von vornherein drin sind. Aber hier bei ABB, Bender und Eaton, irgendwie, ich denke, das sind so Produkte, die Hager nicht hat, aber braucht. Daher haben die das von vornherein mitgenommen. Und wir haben jetzt Luxon erstellt. Ne? Das heißt, es gibt noch viele, viele andere Datenbanken, die wir schon erstellt haben, die aber noch zum Testen sind auf anderen PCs. Und hier Luxon ist soweit schon fertig. Ne? Genau. Und das haben wir halt komplett nachgezeichnet. Wir sind halt ein bisschen weitergegangen. Nicht nur das alles, was in den Schaltschrank gehört, sondern wir haben gesagt, ja, wir machen noch Taster. Ne? Das bedeutet Taster, Präsenzmelder, also alles eigentlich, was ein Hersteller hat, würden wir gerne mit hinzufügen. Klar, jetzt keine Schrauben oder so weiter, aber alles, was zum Beispiel jetzt Tri-Anschluss hat oder sonstiges, haben wir hinzugefügt hier ein Taster mit unterschiedlichen anderen Attributen noch. Das heißt, dass ich hier mir auch eine Seriennummer mal eintragen kann. Ne? Das bedeutet hier, ich habe 6D, J und so weiter. Ne? Also je nachdem, wie die Seriennummer ist. So hat man langfristig eine gute Dokumentation. Das ist halt, heutzutage ist das super wichtig, eine gute Dokumentation zu haben. Vor allen Dingen in Smart Home, dass die Dokumentation perfekt ist. Ne? Und so kann man auch, ohne jetzt CAD zu benutzen, also jetzt hier AutoCAD oder DDS-CAD oder sonstiges, dass man Taster hier einfach platzieren kann. Und sagen kann, okay, das ist in meinem Wohnzimmer der Taster, das ist in meiner Küche, da ist mein Präsenzmelder, der hat diese und diese Seriennummer. So hat man perfekte Dokumentation, wenn man ein Haus verkauft oder weiß ich oder selber irgendwie was nachgucken will, dann hat man hier schwarz auf weiß alles stehen. Ja, wie funktioniert das im Endeffekt zum Zeichnen? Also ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, hier ein paar Seiten, einfach nur mal was reingeschmissen. Wie gesagt, detailliert habe ich das Ganze schon mal gezeigt in dem Video und gerne mal reinschauen. Hier habe ich mal einfach mal einen Hauptschalter hinzugefügt, hier habe ich auch mal Überspannungsschutz hinzugefügt, ne, und so weiter. Hier habe ich schon mal ein FILS hinzugefügt und mit zwei Rollladen-Ausgängen und dann habe ich hier noch ja, die anderen Luxon-Sachen hinzugefügt. Ne? Das heißt hier Miniserver und so weiter und dann hier auch die Bausupply. Ich würde jetzt aber Punkt für Punkt einmal durchgehen. So, diese Datenbanken in der Regel sind sehr aufwendig zu erstellen.
Das kann jeder machen. Das heißt, wenn man selbst diese Produkte erstellen will, das ist überhaupt kein Thema. Man kann über Benutzerdatenbanken das alles erstellen. Das heißt, man erstellt hier eine DWG-Datei, man speichert die, geht in die Benutzerdatenbanken, gibt dem dann einen Namen, gibt diese Anschlüsse. Ne? Das bedeutet, jedes Teil braucht ja einen Anschluss und diese Anschlüsse müssen genau ausgerichtet werden. Also ist schon aufwendig, das Ganze zu machen. Wir haben das nachgezeichnet, gibt es bei uns im Online-Shop und jeder kann das dann sich einfach machen. Ne? Und halt das nicht zeichnen müssen. So, dann geht es weiter. Und zwar, genau, also das habe ich gezeigt. Hier gibt es halt noch den Aufbauplan. Ne? Das werden wir jetzt so Punkt für Punkt mal durchgehen. Aufbauplan, in diesem Aufbauplan, was für mich auch wichtig ist, dass ich sehe, wie sieht mein Schrank überhaupt aus? Wie sieht der von außen aus? Wie sieht der innen aus? Also ohne Abdeckungen. Ne? Wie sieht der jetzt von der Seite aus? Ob es von der Seite sein muss oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber man kann es halt sehen. Ne? Wie sieht der mit Außentüren aus? Ich liebe halt einfach diese detaillierte Sachen. Also ich kann natürlich auch mir das einmal vermaßen lassen, ne? Dass das Schrank auch, dass man sieht, wie groß der Schrank ist und so weiter. Ne? Das ist automatische Übermaßung, zack, man sieht, wie groß der Schrank ist. Ne? Und das sind halt so Kleinigkeiten, die einfach das Leben einfacher machen. Ne? Also, das heißt, wenn wir den Kunden das so schicken, dann weiß der, ah, okay, mein Schrank ist so hoch, mein Schrank ist so breit, mein Schrank ist so tief und so weiter. Ne? Das sind alle Informationen dann da drauf. Ne? Man kann natürlich hier auch viele andere Sachen machen. Man kann hier einen BIM-Export machen und ne? Also ist wirklich gut gelöst. Aber wir gehen mal direkt an die Sache, sonst wird das Video einfach zu lang. So, Hallercard an sich, bevor ich ja mir ein Projekt erstelle, muss ich mir diese Datenbank hinzufügen. Das heißt, ich kann hier die selbst erstellen über Stromlaufplan-Editor oder Aufbauplan-Editor oder ich habe mir eine besorgt, zum Beispiel über uns, ne, und will mir das hinzufügen. Gehe auf Produkte, gehe auf Hersteller und dann will ich mir das hinzufügen, Import und dann wähle ich mir diesen Ordner, wo es sich befindet. Muss dann die passende Datei finden, also in dem Fall ist es Excel-Datei. Man geht hin und sagt, okay, HGCAD 6, wir haben für 5er und 6er beides gezeichnet und man kann hier dann im Endeffekt die Sachen hinzufügen. Ne? Also in der Regel ist aber auch so, wenn man die 5er-Datei hat, passt die auch zu der 6er, aber nicht andersrum. Ne? Ich werde das aber beides, also beides im Shop drin haben, dass man beides sich runterladen kann. So, und hier gibt es das halt unterschiedliche Sachen, die ich mir dann importieren kann. Ich gehe jetzt natürlich nicht auf OK, weil die Sachen habe ich jetzt schon drin. So, gehe ich auf Abbrechen, also einfach da OK drücken, dann importiert sich das Ganze und fertig. Ne? So, gehen wir raus und erstellen mal ein neues Projekt. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Projekt zeichnen will, habe ich auch unterschiedliche Varianten. Möchte ich gerne eine automatische Version haben? Möchte ich gerne eine manuelle Version haben? Die Problematik bei den benutzerdefinierten Sachen, die nicht von Haga unterstützt werden, dass die im Automatikmodus nicht so gut funktionieren. Ne? Daher müssen wir das manuell zeichnen. So, man geht auf Neu, man sagt, okay, Projekt, wie soll es heißen? Ja, sagen wir mal YouTube 2, geht man auf OK, ne? Und dann erstellt sich ein Projekt und ich werde jetzt auch mal gefragt, nee, man landet jetzt erstmal einfach irgendwo, ne? Und das kann mir hier zum Beispiel jetzt Aufbauplan mit Aufbauplan starten oder mit Stromlaufplan. Also je nachdem, was ich will. Möchte ich gerne nur den Aufbauplan erstellen oder erstelle ich erst den Stromlaufplan und gehe dann an den Aufbauplan. Ne? Manche machen das ja genau andersrum. Die erstellen erst den Aufbauplan, füllen das mit den Produkten aus und dann gehen die an den Stromlaufplan. Ne? Genau, ich gehe jetzt einmal an den Stromlaufplan. Hier habe ich unterschiedliche Varianten. Ne? Will ich automatisch das erstellen lassen, also automatischen Einpoligen, Allpoligen und so weiter, oder manuellen? Ich würde immer manuellen empfehlen für die benutzerdefinierten Produkte. Ne? Auch Haga-eigene Produkte funktioniert nicht alles halt in diesem Automatikmodus. Was man machen kann, dass sie den Automatikmodus für die Grundstruktur nutzen. Dann muss man aber vielleicht vieles hin und her schieben. Deswegen ein bisschen mehr Zeit investieren und das im Automatikmodus zeichnen, im manuellen Modus zeichnen und fertig. Ne? Genau, dann lande ich quasi hier einfach nur im Nichts oder ein leeres Blatt habe ich dann und kann hier mir als erstes die Einspeisung hinzufügen. Ne? Das bedeutet, ich muss hier irgendwie einspeisen. Hab mein TNS-Netz, ne? Je nachdem, wo man hier in Deutschland ist. Es kann auch durchaus sein, dass man TT-Netz hat und TNS mit dreiphasig mit einem Neutralleiter. 400 Volt, 63 Ampere und dann
gehe ich einfach okay und habe meine Einspeisung. Ne? Diese Einspeisung kann ich irgendwo platzieren, so, und die ist dann schon mal fertig. Hier kann ich auch super, andere Sachen noch erstellen. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel sagen, was für eine Leitung es ist, was für ein Querschnitt, Kabelart, ne? Und man kann hier viele, viele Sachen noch einstellen, die auch wichtig sind. Ne? Ich persönlich finde es wichtig, auch die ganzen Zuleitungen und sowas auszuwählen. Und man kann auch sagen, hier 16 Quadrat ist meine Zuleitung, gehe auf OK und dann passt sich das an. Ne? Jetzt kann ich noch weitergehen und sagen, alles klar, ich hätte gerne dann einen Hauptschalter. Ne? Bei dem Hauptschalter kann man hier durchsuchen, also durch diese ganzen Einbaugeräte durchgehen und sagen, okay, wo sind meine Hauptschaltgeräte? Oder ich kenne einfach die Artikelnummer. Bei mir ist halt schon ja, vieles drin. Also das heißt, ich kenne viele, viele, viele Artikelnummern, weil ja schon sehr, sehr lange am Arbeiten mit diesem Produkten, ne? Und sagt, okay, ich mache mir quasi hier Hauptschalter hinzufügen. Wo bist du? Ja, Hauptschalter füge ich mir hinzu und gehe dann hin und sage, ich mache mir die Leitungen verbinden. So. Verbinde mir das und ziehe das oben her nochmal. So, das ist meine drei Phasen. Dann noch den N. Einpolige Variante. So. Habe ich noch den N. Den PE ziehe ich immer unten her. Das heißt, ich ziehe den hierher, weil es einfacher ist. Ne? Und wie die ganzen Linien von oben anzuschließen, macht für mich keinen Sinn. So, jetzt hätte ich gerne noch einen Überspannungsschutz. Ne? Das bedeutet, hier gehe ich auf den Reiter und sage, Überspannungsableiter hätte ich gerne einen vierpoligen. Und Typ 2 reicht mir aus in einem Verteiler. 3 plus N, so mit Kontakt. Und dann füge ich den einfach hinzu. Und verdrahte den auch, ne? Das heißt, hier gibt es mehrpolige Verdrahtung. Gehe ich hin und füge das Ganze hinzu. So. Es gibt unterschiedliche Überspannungsableiter mit Fernmeldekontakt. Also das heißt, das da, das kann ich mir im KNX im Endeffekt dann oder im Luxon-Bereich jetzt abrufen. So, jetzt würde ich gerne ja weiterzeichnen und ich würde empfehlen, jetzt einfach hier zu sagen, ich nutze mir eine neue Seite. Ne? Das bedeutet, ich müsste Querverweise automatisch, also diesen Reiter nutzen. Moment, Querverweise automatisch, dann gehe ich hier hin, markiere das und sage neues Blatt. Ne? Dann wird das hier alles hier auf die neue Seite übertragen. Dann muss ich nochmal neu zeichnen. Jetzt würde ich sagen, womit fange ich an? Also ich persönlich fange immer mit Rollläden an. Ne? Das heißt, ich gehe hin und sage, mein ADS oder dafür nutze ich in der Regel FILS. Ne? Das bedeutet hier FILS. Und dazu kenne ich auch in der Regel immer diese ganzen Artikelnummern. Man gibt einfach hier ein ADS 910 hätte ich gerne. So, suchen. Und den habe ich auch da. Was hier ganz cool gelöst ist bei Haga und da wieder diese super detailreiche Sachen. Ich gehe auf Foto, zack, wird mir angezeigt und ich sehe ganz genau, alles klar, das ist mein FILS mit Stecktechnik. Ne? Also ich mag die Stecktechnik an sich und habe da unten dann das Ganze angezeigt als Foto und weiß ganz genau, okay, ich habe den richtigen Produkt gewählt. So, dann gehe ich weiter und sage hier verbinden. Das ist jetzt hier falsch, weil das würde dann im Endeffekt die Jalousien explodieren lassen, wenn man nicht da zwei Phasen drüber jage. So, und dann kann ich hier weitergehen und sagen, alles klar, ich hätte gerne das hier weitergeführt, weil ich würde ja gerne meine Jalousien mehrmals einspeisen. So, für die Jalousien, also um die Jalousien einzuspeisen, bräuchte ich ja einen Schaltaktor. Ne? Und diesen Schaltaktor machen wir im Endeffekt hier mit Luxon. Dann haben wir im Moment Schaltaktor. Und bei diesem Schaltaktor haben wir Relay-Extensions. So, und diese Relay-Extensions, wenn ich die anklicke, habe ich im Endeffekt die Funktionalität, dass ich entweder das komplett hierhin platziere und kann im Endeffekt hier das anschließen. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, okay, in den Q1 gehe ich rein, aus dem Q1 gehe ich raus, ne, und so weiter. Ist aber ja schwierig, weil es hier ja ziemlich viel Chaos dann entsteht. Ne? So, daher gibt es auch die Funktionalitäten und man sagt hier, zurück zur Datenbank. Der geht zurück zur Datenbank und ich nutze einfach die Kontakte. Ja? Ich nutze einfach die Kontakte und kann die mir als Kontakt hier hinzufügen. So, zack. Und das hier, also das Teil,
wird später hinten, ganz hinten hinzugefügt. Was ich bei der Benutzerdatenbank nicht habe, und zwar das Foto. Ne? Das habe ich leider noch nicht herausgefunden, wie man es macht. Es wäre cool, wenn einer weiß, wie es geht, dann mir einfach mal Bescheid sagen. Dann mache ich die Fotos natürlich rein. Ich habe die Option noch nicht gefunden und vielleicht ist das auch nicht möglich. Also ich vermute, dass es nicht möglich ist. Ne? Genau. So, dann zeige ich jetzt mal auf neue Seite. Dann würde ich das Ganze später hinten hinzufügen und dann hinten miteinander verbinden. Und ich habe hier einfach einen Querverweis. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo mein Kontakt sich befindet. Also der Q1 befindet sich auf der Seite 2. Das Teil befindet sich auf der Seite 3. Aber der Kontakt befindet sich auf der Seite 2. Ne? Das ist ein ganz normales, also ist ein ganz normales Vorgehen bei jedem Stromlaufplan. Ne? Genau. Egal, ob das jetzt stromlaufplan.de ist oder irgendwie DDS-CAT oder sonstiges, ist ein ganz normales Zeichen. So. Dann gehe ich hin und sage, okay, ich hätte gerne einen zweiten Kontakt, weil ich muss den Roller hoch und runter fahren. Jetzt ist, wenn ich das hier anklicke und gehe auf Kopieren, also C, Steuerung V, dann macht er mir einen zweiten Aktor dahin. Das kann ja nicht funktionieren. Deswegen lösche ich das. Ja, man hat auch links gesehen, dass da ein zweiter Aktor aufgetaucht ist. Ich brauche den nächsten Kontakt. Also ich klicke immer in der Produktdatenbank. Also der ist in der Produktdatenbank abgelegt und der weiß, wie viele Kontakte ich benutzt habe. Und ich klicke den immer an und sage, okay, hier hätte ich gerne meinen weiteren Kontakt. So, gehe ich hin, zack, und kann mir hier das runterführen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder hier durch Doppelklick, das macht er nicht, ist ja egal. Wir machen hier Abgang hinzufügen. Ich möchte gerne ja Klemmen haben. Vielleicht hätte ich hier vorher schon hinzufügen sollen. Und ich hätte gerne ein 5-Ader. Das heißt, ich hätte gerne ein mehrpoliges Kabel als 5x1,5 und trage hier einfach einen Verbraucher. So, das ist mein Rollladen Kind 1. Ne? So, dann gehen wir hin und sagen, okay, und fügen das hinzu. Und dann braucht man nur noch den N. Und so haben wir einen Abgang schon mal fertig. Ne? Wenn ich jetzt einen zweiten Abgang bräuchte, dann müsste ich mir das einfach kopieren. Jetzt sehen wir aber, hier gibt es einen Fehler. Ne? Ich weiß nicht, ob jeder das sieht, aber hier gibt es einen Fehler. Und zwar wird hier also die Klemme N und BE einfach durchnummeriert. Das müssen wir einstellen, und zwar in den Projekteinstellungen. Wir gehen auf Projekt, sagen ignorieren und können hier auf Projekteinstellungen, können wir hier eine Einstellung vornehmen. Und zwar, wie die Klemmen zu nummerieren sind. Also entweder fortlaufen nach Nummern oder hier fortlaufen nach Nummern außer N und PE. So, gehen wir auf OK und gehen nochmal auf unseren Stromlaufplan und schauen uns das Ganze mal an. So. Na. Zack. So. Was haben wir hier? Genau. Also es hat funktioniert. Ne? Genau. Jetzt gehen wir weiter und sagen, okay, das ist jetzt hier mein Kinderzimmer 2. So, hier kann man dann schon einfacher durchkopieren. Man kann sich auch Makros erstellen und so weiter. Ne? Ja, aber das Video wird halt einfach viel zu lang, wenn ich das noch erkläre. So, man kann hier zum Beispiel das hier als Makro sicherstellen. Einfach Makro speichern und dann kann ich das jederzeit abrufen. Oder man kann eine ganze Seite als Makro erstellen. Ne? Und das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. So, dann habe ich wieder meinen Aktor und wähle das Ganze aus. Ne? Zack, zack, genau. Jetzt geht man weiter und hier sieht man ganz genau diese Querverweise. Ne? Genau. Und ich will das Video auch gar nicht dann in Länge ziehen, damit man also nicht nur hier die ganze Zeit zeichnen, sondern ist es klar, so funktioniert es. Ne? Wenn ich jetzt nur noch was hinzufügen will, und zwar jetzt eine schaltbare Steckdose, dann gehe ich hin und sage, ah, okay, alles klar, meine schaltbare Steckdose läuft auch über den Kabel und mache mir da auch noch was hin. Ne? Genau, natürlich optisch schöner, dass man hier das Ganze beieinander hat und. Ne? Also da muss man schon drauf achten, dass das Ganze richtig geil aussieht. Alles klar, weiter geht's. So, jetzt brauche ich aber diese ganze Systemsache. Ne? Das bedeutet, ich müsste ja auch einen Miniserver haben, ich müsste einen Audioserver haben, ich müsste dann auch eine Spannungsversorgung haben. Und das müsste man dann ja auch noch alles hinzufügen. Dafür brauche ich Blätter. Ne? Dafür brauche ich neue Blätter. Die kann ich entweder hier über Projektstruktur hier hinzufügen. Also neue Blätter einfach. Ich mache das Ganze aber so, dass ich immer hier einfach diese neuen Blätter durch diese Querverweise hinzufüge. Querverweise automatisch. Einmal markieren, neues Blatt.
Und dann so ein paar Blätter erstmal hinzufügen, wo man denkt, wie viele Blätter bräuchte man ungefähr, ne? So, automatisch hinzufügen. So, dann sagen wir mal, auf diesem Blatt zeichnen wir jetzt einfach mal, ne? So, auf letzten Blatt. Den mache ich jetzt wieder zur Projektdatenbank hinzufügen. Also die Projektdatenbank ist quasi einfach so ein Lagerplatz, wo die Sachen lagern, die ich dann abrufen kann. So, es kann auch durchaus sein, wenn ich jetzt zum Beispiel erst den Aufbauplan erstelle, dann habe ich diese Sachen ja gar nicht noch im Sprungaufplan. Und ich greife dann über die Projektdatenbank auf diese Produkte dann zu. Das heißt, alles, was ich im Aufbauplan erstelle, landet in dieser Projektdatenbank und dann kann ich die abrufen und dann kann ich jetzt hier zeichnen. So, dann geht es weiter und zwar haben wir hier Luxon und dann Zentral. Wo haben wir denn Zentralgerät? So, Zentralgerät, und zwar den Miniserver. So, den Miniserver hinzufügen. Zack. Obwohl, ne, erst brauchen wir. Warte mal. So. Das weg. Zur Projektdatenbank. Wir brauchen ja erstmal einen Netzgerät. So, Netzgerät müssen wir gucken. Spannungsversorgungen. Power Supply. Also entweder mache ich mir hier einen Power Supply oder ich mache mir einfach hier so ein Netz zentral. Moment mal, Spannungsversorgungen. Oder ich habe einfach so ein Netzteil. Ne? Das bedeutet hier einfach so 4,2 Ampere. Je nachdem, wie groß meine Anlage ist. Ich lasse jetzt einmal das. So, dann kann ich hier im Endeffekt sagen, alles klar, mein 24 Volt braucht der Miniserver. Ne? Wir haben hier, wo haben wir den Miniserver? Zack, machen wir hinzufügen. Ah, jetzt sind wir aus dem Blatt heraus. Entweder quetsche ich das auf diese Seite. Ja, das passt. So, mein Miniserver braucht 24 Volt. Habe ich hier. Zack. Es ist alles beispielsweise. Ne? Das heißt, ich zeige einfach mal beispielsweise, wie es funktioniert. Gerne einfach mal testen. Wir haben auch ja einen, hoppla, falsch. Wir haben ja auch immer wieder mal Kurse dafür. Das heißt, wie man so einen Plan zeichnet. Das dauert natürlich dann mehrere Stunden oder mehrere Tage, wie man so einen Stromlaufplan zeichnet. Gerne dann einfach bei mir melden. Und beim nächsten Mal würde ich dann euch mit eintragen. Aber ich bin noch dran, eine Aufzeichnung, also einen Kurs, der aufgezeichnet ist, rauszubringen. Genau. So wäre es dann im Endeffekt versorgt. Mit 24 Volt. Ne? Hier müsste ich dann noch 230 Volt drauf geben. Dann müsste ich dafür jetzt eine Sicherung. Das heißt, hier müsste ich dann sagen, alles klar, ich mache mir nochmal eine ADS 910. Ne? So, zack, suchen. ADS 910. Ah, okay, eine wichtige Sache noch, was mir hier auch super gut gefällt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ergänzende Produkte zu meiner Sicherung brauchen. Das bedeutet, ich brauche mir hier irgendwie so einen Kontakt. Ich möchte gerne einen Kontakt hinzufügen. Dann kann ich die auch anklicken. Ich kann einfach sagen, zack, du, ich hätte dich gerne noch dazu, ne? Oder ich hätte dich gerne noch dazu. Das ist halt echt cool, dass man einfach per Klick diese Sachen hinzufügen kann. So, wo bist du jetzt? Da. Und dann kriege ich auch direkt diese Hilfskontakte mit angeboten. Ganz schön gemacht. Ja, dazu müsste ich das ein bisschen verschieben noch. Ja, ich müsste einfach mehrere Blätter dafür nutzen. Aber es muss ja schnell gehen im Video. Sonst dauert das Ganze zu lang, ne? Das heißt, hier mache ich meine 24 Volt. Plus, minus. Wir wollen ja noch den Aufbauplan mal uns anschauen. So, dann mache ich einfach auf L1. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Sicherung ich war jetzt. So. Tue ich das und dann hier mache ich noch den N, mache ich noch den PE noch dran. So, mit 230 Volt wäre es versorgt und kann dann hier dann angeschlossen werden. Dann kann ich auch die Tri verbinden. Ne? Das bedeutet, hier kann ich dann mein Tri verbinden. Was auch ein kleiner Nachteil ist bei den Sachen, die jetzt als Benutzer definiert sind, ich muss meine Kabel oder beziehungsweise meine Ader hier nochmal definieren. Ne? Das heißt, diesem Ausgang kann ich jetzt nicht sagen, dass der 24 Volt hat, sondern ich muss hier über Verdrahtungsart und ich muss hier Plus sagen, also du bist jetzt Plus und du bist jetzt Minus, ne, damit der weiß, okay, ich bin, oder damit dieses Draht weiß, ich bin Plus, ich bin Minus, ne, man kann auch kein X einstellen und so weiter. Man hat leider noch keine Luxon-Sachen drin, also dass man hier
sagen kann, Tribus und so weiter, ne? Dass man hier auch den Tribus zum Beispiel als grün oder so zeichnet. Das funktioniert leider noch nicht, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal. Und das ist ja dann von Haga abhängig, genau. So, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte gerne auch meinen Taster hinzufügen und so weiter, ne? Dazu müsste ich ja hier 24 Volt und auch Tribus noch weiterführen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich führe meinen Tribus raus und sage entweder über Klemme. Das bedeutet, hier mache ich mir einfach eine Klemme hin. Das machen wir mal. Und zwar gehe ich auf Werkzeuge. Ne, Moment, Hauptstromkreis. Wo habe ich das hier? Abgang hinzufügen. Dann kann ich sagen Steuerstromkreis. So, Steuerstromkreis hat 6 Ader. Ne? Also so eine Tri-Leitung hat ja 6 Ader. Und sagt dann Tri Abgang OG. Ne? Und dann muss ich auch hier schreiben Tri-Kabel, weil Tri-Kabel gibt es ja nicht. Ne? Ich kann hier kein Tri-Kabel auswählen, aber ist ja nicht schlimm. So. Kabel, dann gehe ich auf OK und füge mir das Ganze hier hinzu. Und dann gehe ich auf Plus. Hoppla. So, einmal Plus und einmal Minus. Abbrechen. Dann hätte ich gerne noch Tribus hinzugefügt. So, ob die Reihenfolge jetzt richtig ist oder nicht, ist erstmal unrelevant. Ich würde gerne aber, dass es ja nicht auf der X1-Leiste geht, das heißt nicht auf der gleichen Leiste liegt, wie jetzt die 230 Volt Abgänge, die ich eben gemacht habe. Dann muss ich mir die Symbolleiste oder die Leiste an sich neu auswählen. Gehe hier auf rechte Maustaste und sage hier dann X zum Beispiel, man kann es auch 3 nennen, ne? X3 1. Dann wäre das der Abgang. So, jetzt möchte ich ja im Info in meinem Obergeschoss und so weiter, möchte ich gerne ja meinen Taster hinzufügen. Gehe hin und sage neues Blatt und meine Taster. So, bedeutet, ich gehe hin wieder auf Benutzerkatalog, Luxon-Produkte und dann hier Niederspannungsgeräte. Ja, wie gesagt, nicht wundern, dass diese Reiter sind vorgegeben und diese Reiter kann ich auch nur auswählen und nur unter diesen Niederspannungsgeräten gibt es auch Drucktaster und so weiter. Daher befinden sich da drin. Ne? Ist aber ja völlig egal erstmal. So, dann habe ich meinen Taster. Dann habe ich vielleicht noch etwas anderes, was können wir noch nehmen? So, TouchPure Flex, ne? Haben wir. Oder irgendwas anderes. Was haben wir noch? Mehr irgendwo. Energiezähler. So. Genau. Ah, krass. Wir haben ja auch Energiezähler. Ne? Das bedeutet, wenn ich jetzt hier meinen Energiezähler irgendwo hinzufügen würde, dann hab ich den auch drin. Ne? Genau. So, das finde ich auch eine coole Lösung, dass Luxon mittlerweile einfach Energiezähler hat. Ne? So, dann machen wir das folgendes hier. Meine 24 Volt drüber. Plus den Tribus. Ja, jetzt habe ich auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich mache das automatisch. Ne? Das heißt, ich gehe hin und sage automatisch zu der Seite, weil die Seite gibt es schon. Ich kann jetzt nicht mehr neue Seite klicken, sondern ich muss auf diese Seite springen und querverweise automatisch klicke die an und sage, okay, hier auf diese Seite, auf die Seite 6 soll es rüber transportiert werden. Wenn ich es aber beschriften will, das bedeutet, ich will da auch hinschreiben, dass es Tribus ist, kann ich hier sagen, einen Querverweis hinzufügen. Ne? Das bedeutet, ich kann hier Querverweis hinzufügen, neu und kann den auch hier beschriften. Das heißt, man kann hier sagen, Tribus weiß zum Beispiel. Ne? Gehe ich hin, sage okay, füge den hinzu. Ne? Und dann ist das hier auch klar beschriftet, wenn man es möchte. Schaffen es nimmt anscheinend nicht, aber ja, dann ist das fertig. Ne? Oder ich mache automatisch, dann geht es halt schneller. So, automatisch, zack. Seite 6 und dann habe ich aber die Beschriftung nicht. Ne? Das heißt, ich habe hier alles, aber die Beschriftung habe ich nicht. Ist aber nicht schlimm erstmal. So, 24 Volt plus, 24 Volt minus, 4 und den Tribus noch. Das wäre jetzt so eine Zeichnungsart. Jetzt ist es ja so, das Kabel geht ja irgendwo raus. So wie ich das gezeichnet habe, ist in der Regel ja zwar technisch richtig,
aber von der Verkabelungsstruktur nicht richtig. Ne? Das bedeutet, ich habe hier einfach abgegriffen ohne Klemmzusatz. Aber das Kabel geht ja physisch einfach raus. So, jetzt müsste ich das Ganze immer löschen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Löschen und sagen, nee, so ist das nicht gedacht, so ist es nicht richtig. Ne? Und dann sagt man, okay, ich mache das anders. Ich mache Folgendes, ich mache einen Abgang rein und in diesem Abgang sage ich nur direkt. Also normalerweise ist dieses direkt nur für Sachen, die jetzt direkt auf die Automaten zum Beispiel aufgelegt werden. Ne? Und ich sage, okay, das ist ein Kabel, der irgendwo in der Zwischendecke ankommt oder irgendwo bei mir im Raum ankommt und ich möchte gerne das hinzufügen. Ne? Das bedeutet, ich mach den dahin, sag den, du bist Trikabel Zuleitung OG. So. In Decke Bad zum Beispiel. Ne? Befindet sich einfach in der Decke im Bad. Und das ist meine Zuleitung, die Raumzuleitung. Die kann ich dann verbinden. Und so habe ich ganz klar definiert, okay, mein Kabel kommt hier an und hat erstmal mit der ganzen anderen Sache nichts zu tun. Ich kann auch beschriften, ne? Das heißt, ich kann auch sagen, hier, zack, das ist kein Verteiler mehr. Dann lösche ich das auch raus. Das ist nicht der Verteiler, das ist schon alles, was im Haus sich befindet. Ne? Genau, dann mache ich einfach einen Text dahin und sage, das ist alles nur im Verteiler. Das ist alles außerhalb vom Verteiler. Und kann mir das hier einzeichnen. Das funktioniert irgendwie nicht ganz, aber machen wir so. Na, warum willst du nicht, wie ich will? Warum willst du nicht, wie ich will? Ah, es muss höher. Okay, ich habe zu tief gemacht. So, plus, minus, dann das rein. Noch. So. Ja, so kann ich die ganzen Produkte nacheinander hinzufügen und habe dann perfekte Dokumentation von Stellantrieben. Ne? Also man kann sich ja zum Beispiel auch hier einen Heizkreisverteiler zeichnen. Und man sagt, okay, ich hätte gerne einen Heizkreisverteiler. Man geht hin und sagt, hier, da ist mein Heizkreisverteiler im OG. Ne? So, zack, beschriftet man den auch. Das bedeutet hier Text, mein HKV. So, okay. Kann man natürlich kleiner machen, aber passt erst erstmal. Und man sucht hier, ich habe die tatsächlich selbst noch nicht gefunden, aber werden wir wohl finden, wo die sich befinden. So, Stellantrieb. Ach da, Stellantrieb 3. So, zack. Dann mache ich meine Stellantriebe dahin. Ne? So, hier, zack. Stellantrieb. Ne? So, und kann die dann komplett einmal auch miteinander verbinden. So funktioniert halt das ziemlich geil. Ne? Alles quasi den Tree und so weiter verbinden oder die halt untereinander hier schleifen. Dann sieht halt auch cool aus, wenn man das Ganze hier so einfach miteinander schleift. Zack, zack. Ja. Dann sieht man, alles klar, das ist mein Heizkreisverteiler. Genauso kann man auch Räume zeichnen, ne? Dass man sagt, okay, ich hätte gerne meine Räume definiert. Und geh hin und sag hier mein Zeichnen, zack, hinzufügen. Das ist mein Raum zum Beispiel. Also ich Kinderzimmer, das ist mein Raum, Schlafzimmer und so weiter. Ne? Das funktioniert schon. Super. So, einmal löschen. Oh, beziehungsweise, wofür habe ich es gelöscht? Ja, jetzt. So, dann gehen wir auf Bauplan. Und zwar wollen wir jetzt hier aus dem Ganzen einen Aufbauplan machen. Ignorieren weiter und sagen hier mein Aufbauplan. Jetzt fragt ihr mich, was soll das überhaupt für ein Schrank sein? Na, also ein Hochschrank mit 4000 Ampere ist es eher nicht. Wir haben hier den normalen Schrank. Na, jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt den Magnetplaner, wo der Schrank von sich vorgegeben wird oder vorgeschlagen wird. Es gibt automatische Berechnung, also automatische Berechnung, wo der Schrank von sich ausgerechnet wird. Ein Magnetplaner, wo ich nur ein paar Sachen hinzufüge und dann wird das Gehäuse drumherum gemalt. Ich mag es gerne die manuelle Sache, und zwar manuelle Planung. Da geht man hin und sagt, alles manuell. So, und dann in der Regel sucht man sich entweder einen Schrank aus, das heißt, man misst irgendwo zu Hause aus, wie groß kann der überhaupt der Schrank sein. Einer der beliebtesten Schränke ist halt der
Der Schrank 1,40 Meter hoch und 1,05 Meter breit. Das ist eigentlich passt fast zu jeder Baustelle. Oder halt den 1,30 Meter breit. Ne? Natürlich gibt es auch größere, aber das ist jetzt hier so ein Standardschrank. Mach mal hinzufügen. Der heißt jetzt FP94S2. Ne? Wenn man selber weiß, wie der heißt, kann man auch hier hingehen. Und viele fragen ja auch, was ist der Unterschied zwischen den FP94 und ZB 54, ne? Also im Prinzip gibt es da so gut wie keinen Unterschied, weil es dieselben Schränke sind an sich. Es gibt halt nur ein, zwei Sachen, die anders sind. Zum Beispiel die seitliche Einführung. Ich guck mal, ob man das sehen kann in der Zeichnung. So, Schrank von vorne, von rechts. Nee, also ich sehe jetzt natürlich auch beide Schränke übereinander. Also ist jetzt mal egal. Auf jeden Fall gibt es hier bei einem die Einführung, bei dem anderen nicht. Ne? Weil bei Zählerschrank ist halt wichtig, die Phasenschienen miteinander zu verbinden. So, von vorne. Ich hätte gerne von vorne gesehen. Alles klar, um den Innenausbau zu machen, kann man hier ganz einfach über Symbole, kann man sich hier diese ganze Symbolik aussuchen. Ich gehe auf Hager-Symbole, dann gehe ich hier auf Univers-Endsystem, dann gehe ich hier auf Modulargeräte, das bedeutet alles, was so rein Einbaugeräte. Man kann auch sehr gerne von den Klemmen anfangen und gucken, was brauche ich überhaupt hier. Wenn man auf Klemmen geht, dann sieht man schon unterschiedliche Varianten. Wählt man sich zum Beispiel hier so eine Klemmreihe aus, dann hat man vier Reihen. Ne? Wählt man sich hier so eine Klemmreihe aus, dann hat man drei Reihen. Ne? Ohne. Bin gerade neben der Spur, so man hat hier drei Reihen, genau. Man hat hier drei Reihen, man hat hier zwei Reihen, man hat hier vier Reihen. Also wenn ich jetzt vier Reihen für Klemmen haben will, dann wähle ich diesen Baustein aus. Und das funktioniert alles bei Hager halt in Bausteinen. Dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht, dass das alles komplett als Bausteine sind. Ne? Genau, wenn ich auch sehen will, wie das später aussieht, dann mache ich mit Abdeckungen und so sieht das Ganze aus. Hier steht dann auch im Endeffekt die Artikelnummer von diesem Baustein. So, und das füge ich mir zweimal hinzu. Das ist halt die perfekte Konfiguration für mich. Drei Reihen oben, wenn man nicht so viele Klemmen hat, dafür aber viele Reiheneinbaugeräte. So, dann gehe ich hin und sage, ich hätte gerne hier noch was. So, zack, zack, zack. Und dann füge ich halt die Sachen, die ich mir jetzt gezeichnet habe, hier an. Das heißt, alles, was ich im Stromlaufplan gezeichnet habe, landet in dieser Produktdatenbank. Und diese Produktdatenbank habe ich hier. Gehe dann hin und sage, ja, mein Hauptschalter, mein Überspannungsschutz, dann habe ich mein EVLS. Ne? Und wir haben jetzt nicht viel gezeichnet. Das heißt, man müsste dann noch viel tiefer reingehen und viele, viele Produkte hinzufügen. Man hat hier zum Beispiel den Schaltaktor, man hat hier FILS mit dem Hilfskontakt und das ist halt geil einfach. Das ist einfach geil, wenn das Hilfskontakt komplett dargestellt wird, auch mit diesem Hebel und so. Keine Ahnung, ich finde es einfach cool. Ne? So, dann haben wir den Miniserver, den kann man hinzufügen, den würde ich jetzt hier ganz rechts platzieren. Und dann haben wir noch die ganzen Power Supply. Power Supply jetzt nicht wundern, das hat normalerweise 18TE, aber da Hager keine Produkte hat, die 18TE haben. Kann man diese 18T auch nicht auswählen. Ne? Das heißt, das größte Produkt, was hat, ist wirklich nur 12T Teilungseinheiten und da muss man halt persönlich einfach darauf achten, dass man das noch beachtet. Ne? Diese ganzen Taster und so weiter, die können auch platziert werden, dass man hier, die sind halt für die Montageplatte gedacht. Ne? Also wir haben die als Montageplatte Produkte hinzugefügt. Ne? Genau, sind einfach nur viereckige Kästchen und fertig, aber die braucht man ja im Endeffekt im Aufbauplan ja auch nicht. Genau, und so macht man den Aufbauplan mit HagerCAD. Man kann sich dann als Materialliste ausdrucken. Wenn ich jetzt hier auf Drucken gehe, kann ich mir unterschiedliche Sachen dann auswählen. Was hätte ich gerne? Zum Beispiel UV1 ausgedruckt mit Material, ohne Material, mit Seitenabdeckung und den Stromlaufplan, ne, und so weiter. Und zum Beispiel hier mit Abdeckung und in 3D-Ansicht und so weiter. Ne? Also hier Pro-Variante noch, hier Kupferberechnungen, also alles Mögliche, was man sich hier ausdrucken kann. Das ist echt der Wahnsinn einfach. Ne? Genau, mit Sammelschienen, ohne Sammelschienen, falls man sowas hat. So, und wenn man hier dann einfach auf OK drückt, wird ein PDF erzeugt und dann hat man schon den Plan fertig. Ne? Klar muss man noch viel mehr Zeit investieren, alle Produkte hinzufügen und. Aber das Video wäre einfach viel zu lang. Daher
haben wir schon so eine perfekte Arbeit geleistet. Genau. Hier sieht man das Ganze dann, ne? Also hier perfekt gezeichnet mit Farbe und so weiter. So, ein paar Seiten weiter. Hier kann man auch noch die Firmennamen hinzufügen. Hier haben wir unseren Mini-Server, unser Power-Backup, ne? Hier haben wir unsere Produkte. Und das ist halt einfach cool. Ja, es ist einfach cool. Genau. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gerne schau bei uns in dem Shop mal rum und hol dir diese Produkte, ne? Wir haben echt viel Zeit dafür investiert. Und du wirst auf jeden Fall damit Spaß haben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.